Hallo und herzlich willkommen zur 19. Folge von MudRunner. Wieder auf einer neuen Map im Multiplayer zusammen mit Pascal. Hallo. Kurzer Hinweis, wir nehmen staffelweise auf. Das heißt, haben wir immer staffelweise gesagt oder was haben wir gesagt? Ich weiß es nicht mehr. Ja, ist Egal. es Wir staffelweise so? nehmen am Stück auf, das auf eine Map sozusagen. Und sozusagen ist ein Füllwort, das man nicht erwähnen muss. Wir haben schon wieder das Dilemma, dass wir keine Werkstatt am Anfang haben, sondern die Werkstatt mal freischalten müssen. Ja, ich gucke halt Nur, die dass wir ganze auf Zeit. dieser Map weniger Wasser haben. Aber egal. Und Pascal Discord lädt wieder neu ab und zu. Hat anscheinend Ach, hat gerade man das Lust nicht mal drauf. überwunden? Was ich dachte, was da irgendwie fertig ist, das ist auch. Ach, egal. Genau, wir haben noch zwei Werkstattanhänger dann jeweils. Wir haben eigentlich auch einen Werkstattauflieger, das ist ganz gut. Wo müssen wir denn hin? Dort vorne haben wir gleich eine Tankstelle. Das ist praktisch. Wobei, naja, eigentlich nicht so ganz so, aber. Wir haben auf jeden Fall Holzstation mit Stammausgabe hier mehrfach. Einige Beobachtungspunkte. Dort hinten ist eine Werkstatt. Dort ist eine Werkstatt. Okay, wir haben zwei Werkstätten. Okay, das ist eine große Map. So, ich habe zu der Werkstatt, die schon freigeschaltet ist, da im Norden, habe ich mir jetzt gerade einen Weg. An der oben im unbekannten Bereich noch eine zweite Werkstatt. Machst du die unbekannte Werkstatt und ich mache die im bekannten Bereich, weil ich gerade schon die Route hin. Ja, mach. Ich meine, wenn hier die Tankstelle ist, dann geht ja hier ein Weg ab irgendwie in die Richtung. Dann fahre ich zu dem Beobachtungspunkt. Dann irgendwie zu dem Punkt und dann zu der Werkstatt. Das klingt nach einem Plan. Auch das Lenkrad. Das Lenkrad. Das Ist vergisst du halt. aber auch jedes Mal wieder aufzubauen. Nein, letzte Folge habe ich vorher dran gedacht. Ich kenne übrigens sehr die Car-Mechanic-Folgen zum beruhigenden Einschlafen empfehlen. Nicht, dass sie langweilig sind, aber. Also Sind beruhigend. ich fand letztens meine Stimme sehr Laut beruhigend. Tobi selbst versucht zumindest. Soweit muss doch erstmal sein, so weißt du, die meisten ekeln sich halt einfach so eher so davor, so ihre eigene Stimme zu hören und ja. Ja gut, das habe ich wieder überwunden. Ich höre 2 bis 3 Mal die Woche meine eigene Stimme im Schnitt, also Mehr als eine ja. Stunde lang, ne? Ja. Und ich meine, so ein eigenes Video, Also. das sollte man auch mal anschauen, damit man halt so ungefähr weiß, worauf man achten sollte, was so gut ist, was nicht so Ja. gut ist. Ja, wenn ich irgendwas Komplexeres schneide oder mal irgendwas von irgendeinem Projekt mal eine erste Folge schneide, die ich irgendwie anders schneide als sonst bisher immer die ganzen Folgen. Dann schaue ich mir zum Beispiel halt eben auch dann das Schnittresultat an, um einfach mal zu schauen, wie die Wirkung auf mich ist. Ich bin sehr schön Pfad eigentlich so. Also, okay, jetzt geht er hier hoch und ich hätte nichts sagen sollen. Ja, ich Die habe jetzt Map gerade den sieht Fluss erstmal gar nicht so überquert, schlecht der war aus. ich ganz entspannt zu überqueren. Dann ist ja gut. Ich weiß, ich denke mir immer so, wie ist es wie im LS19 oder LS22 ist, dass du, wenn du ins Fahrerhaus wechselst, dass es dann leiser wird, weil du ja drin bist. Ist aber nicht. Es Sie wird aber nicht. lauter. Ja, wird einfach lauter, weil die Dinger anscheinend im Nicht gedämpft sind, also die Schallimpulse, bitte. Umgebung, keine Ahnung. Weil sie ja Schall aufnehmen anstelle von Schall absorbierend. Ja, es ist ungefähr so laut, wie als wenn du ganz nach fast so weit ranzoomst wie irgend möglich. Also dann ist es ja ähnlich laut. Was ein schöner Wald hier. Ich fahre auf irgendeiner Wiese rum. Ja, Und such ich den fahr gerade Weg so in den wieder. Wald rein. Ich hoffe, dass ich nicht die Wiesen rutsche. Umweltbewusst. Kennst du das? Kennst du den Erfolg umweltbewusst? Nö, aber wahrscheinlich irgendwas mit über Wiese fahren, Büsche umfahren. Abseits der Büsche sind Wege. halt nie so viel auf meinem Weg gewesen. Ich habe gerade nur so Furchen halt eben durch die Wiese geschlagen mit meinen Reifen. Okay, keine Ahnung. Mein Lenkrad macht wieder, was es will. Okay, eigentlich wollte ich nicht zuerst zu dem Beobachtungspunkt, aber nehme ich jetzt auch mal, wenn es auf den Wetter fliegt. Ey, mir gefällt die Map. Du Ja, ist kannst hübsch ganz ist normal hier, das stimmt durchfahren schon. und es ist schön. Kein Wasser. Kein Wasser. Ich Wobei der verbrauche vorher hier so groß ist. 30 Liter pro Minute. Das finde ich ein bisschen seltsam. 18 bei mir. Ja, Gut, jetzt sind wir noch wenn es bei dir 25. sehr matschig ist. Weil ich habe die ganze Zeit. Also jetzt ist hier auch der Weg rum so fest, deswegen brauche ich nur noch 25. Aber gerade die ganze Zeit habe ich einfach 30 gebraucht. Okay, guck mal, da muss ich ja gar nicht hier vorbeifahren an der Holzausgabe. Ah, wo fahre ich denn dann lang? Habe ich schon gesagt, wir für heute spielen? Hm? Nö, ich glaube nicht. Das müsste das Tal sein, ja. Steht doch da. Ja.
Brauche ich mir gar nicht. Guck mal, wenn das hier alles so entspannt ist, dann nehmt ihr euch den nächsten Beobachtungspunkt mit. Die Karte hat ja zwar relativ viele Punkte und alles, aber dafür sieht die auch relativ schön aus. Ja. Finde ich. Auf meinem Weg liegen keine Beobachtungspunkte. Ich fahre einfach die Schneise entlang, die schon in der Karte besteht. Auf dem Weg zur nördlichen Werkstatt. Ist der ganz darüber? Na, okay. So viele Wege gibt es auch nicht. Ja, ich sag mal, mit den großen Fahrzeugen ist es ja auch alles entspannt hier. Da bleibst du auch nicht stecken. So, bei mir ist es gerade ein bisschen sumpfig, die Region, aber gut. Das sollte zu machen sein. Also tief runter oder so, ist halt einfach, dass wir über links und rechts Pfützen sind, so wie auf dem Weg halt eben so. Ja, bei mir geht es auch mal ganz kurz durch den Fluss durch. Das ist ja so ein bisschen sumpfig, matschig hier. Aber guck mal, alles entspannt hier. Alles entspannt. Im Vergleich zur letzten Map ist das todesentspannt hier. Also wirklich, ja. Ja, okay, hier liegen jetzt ein paar Steine, aber ich glaube, die sind auch nicht ganz so schlimm. Nee. Oh nein, ich tauche mit der unteren Radhälfte mal kurz ein. Eieiei. Weißt du noch bei Insel oder so, wo du dich dann so beschwert hast oder ewig stecken geblieben bist im Wasser? Nur stecken bleibe ich jetzt hier nicht. Nee. Ich bin jetzt gerade noch ein bisschen aber sehr langsam der, unterwegs im Sumpfgebiet, aber. Auf Überschwemmung meine ich jetzt. Was hast du so gefrühstückt, um mal wieder eine alte Hochbergmann-Tradition erleben zu lassen? Ja, mit dem Frühstück, wo es in die Schule geht, das ist jetzt nicht so viel. Also vor der Schule habe ich heute tatsächlich nichts mehr reinstopfen können. Dafür habe ich heute früh zu viel getrödelt. Und in der Schule gab es dann die gute Schnitte mit Frischkäse. Gute Schnitte? Hm. Ja, nee, ich habe, ich muss aktuell noch eine Stunde eher aufstehen, weil ich Praktikum mache. Und da esse ich dann halt da was, also hier was, und dann nochmal esse ich auch nochmal ein Brötchen da. Ich habe mich tatsächlich gerade im Schlamm festgefahren. Ist das zu glauben? Glückwunsch. Aber gut, der Herr arbeitet ja auch körperlich, während ich ja nur in der Schule sitze. Ey, wie weit hinten ist dieser blöde Beobachtungspunkt denn? Oh Gott, ja. Ist echt weit weg. Also nee, okay, kurz. Da fahre ich nicht nochmal vorbei. Dann. Ja, wenn ihr das seht, nächste Woche Dienstag habe ich mir erst 12.15 Uhr Unterrichtsbeginn. Das ist eine Schweinerei. Ich habe 5 Stunden Ausfall im Tag. Ich muss um 7 da sein. 7. Ich komme an dem Dienstag komme ich in die Schule wegen 2 Stunden Astronomie. Von 12.15 bis 13.45. 2 Stunden Astronomie, danach wieder Schluss. Ist halt auch so ein schönes Fach, ne? Also dann hast du so einen schönen Sternenhimmel, kann man schlafen. Ja. Macht dir doch unter freiem Himmel, das ganze oder? Astronomische Zeug zu lernen. Langsam kommen wir auch in die spannenden Bereiche. Was passiert bei einer Supernova? Nee, das ist alles erst im nächsten Schuljahr. Das ist alles erst im Schuljahr 12. Ganze komplex astronomische Zeug. Am Anfang ging es so um so Sonnensystem und so die Basics der Astronomie. Welcher Planet ist der erste in unserem Sonnensystem? Ja. Merkur. Das ist ein bisschen lame, aber sowas in die Richtung halt eben. Und dann geht es jetzt halt eben gerade um das Thema so Raumfahrt. In der letzten Stunde hatten wir zum Beispiel halt eben was in Bezug auf die Kräfte von Himmelskörpern, wie Himmelskörper aufeinander wirken, was es da für Sachen gibt, also von Gravitation und also Gravitation, Zentrifugalkraft, wie die auf die Körper wirken, dann die astronomischen Geschwindigkeiten, die Keplerschen Gesetze, die Newtonschen Gesetze, nochmal wollt, Rechnung bezüglich von, wenn man von einem Himmelskörper auf einen anderen reisen muss, was man da beachten muss. Unterschiedliche so. Schwerkraft, ne? Weil da gibt es so spezielle Bahnen, die man einhalten muss, dass man auch, wenn man auf der Bahn des anderen Objekts, zu dem man hinfliegen möchte, dass man dann auch nicht nur auf die Bahn des Objekts trifft, sondern auch auf das Objekt selber trifft. Weil wenn wir zum Mars fliegen wollen, ja okay, einfach direkt losfliegen. Problem ist, wenn du auf der Marsbahn da bist, kann es sein, dass der Mars gerade hinter der Sonne sich befindet und nicht da, wo du gerade selber bist.
Und das ist halt eben doof, dass man da die Zeitfenster und sowas und eben alles abschätzen kann und wie man eben diese Bahnen berechnet. Ich habe einen Trecker gefunden mit einem kleinen Tankpass hinten dran. Ja. Ja, und das war's auch wieder. Gerade. Wow. Gleichzeitig sind Werkstätten freigeschaltet. Krass. Also, ich habe hier zwei Sägewerke bei mir direkt um die Ecke. Warte mal, ich schalte jetzt mal deinen Trecker frei. Und da unten im Südosten ist eine schöne Holzstation. Trecker ist meine. Was hast du hier freigeschaltet bekommen? Wie, was freigeschaltet bekommen? Ach, ich bin gerade in der Karte, ich sehe es nicht. Nee, das kannst du auch auf der Karte sehen. Das kannst du auf der Karte besser sehen als sonst. D535. Ja, okay, das ist... Ach nee, warte mal, hä? Das ist nicht der Trecker. Oder das ist mein aktueller Truck? Nee, D535. Nee, den hast du freigeschaltet. Ich würde jetzt am östlichen Maprand den Beobachtungspunkt dann nehmen und dann zur Holzstation im Südosten fahren. Wie viele Holzstationen haben wir? Holzstation nochmal eine, zwei, Sägewerke. Drei. Ach nee, Sägewerke meine ich, sorry. Sägewerke haben die zwei bei mir da oben. Die Frage ist, ob ich dann würde unten mit meinem kleinen Erkundschafter hinfahre. Weil wenn die Map hier so relativ entspannt ist. Und die beiden Beobachtungspunkte in der Mitte, die werde ich wahrscheinlich auch noch mit freischalten. Okay. Einfach aus dem Grund, weil auf dem Weg zum Sägewerk, kurz vorm Sägewerk, hier ist nämlich eine Blockstelle. Das heißt, ich muss dann da zur Seite wegfahren, dann werde ich wahrscheinlich an den beiden Beobachtungspunkten vorbeikommen. Weil das Spiel wahrscheinlich dann irgendeine riesige Umleitungsroute um Berg oder so ringsherum hat, weil das sieht hier für mich ein bisschen aus wie so ein Berg, der hier ist. Dass ich wahrscheinlich hier so eine riesige Route ringsherum habe, ich dann hier oben beim Sägewerk ankomme, nur weil hier diese kleine Blockstelle ist. Deswegen, ja, also ich werde jetzt auch nochmal gleich wahrscheinlich die beiden in der Mitte und den am östlichen Maprand freischalten, ne? Den Beobachtungspunkt. Okay, pass auf, dann, also die Frage ist jetzt, ob ich, ich nehme meinen großen Truck, mache da jetzt Holzauflieger drauf, fahre nach Süden, da wo ich herkomme sozusagen, ja. Schon wieder gesagt, und fahre dann am südlichsten Maprand sozusagen die beiden, ich habe schon wieder sozusagen gesagt, die beiden Beobachtungspunkte ab, fahre dann weiter zur Holzstation, lad dort auf und fahre dann Richtung Norden. Jo, klingt nach einem Plan. Ich meine, damit brauche ich zwar ein bisschen länger. Holzstation da unten sogar. Damit brauche ich zwar ein bisschen länger, aber das sollte dann ja. Entweder komme ich vor den Holzstationen an oder wir treffen uns da unten vielleicht sogar. Je nachdem. Mal schauen. Wir müssen beide, glaube ich, zweimal fahren, ne? Oder? Wie viele Punkte waren? Vier, ne? War Mittel? Ja. Aber ich muss für die Sattelkupplung wegmachen. Und dann kann ich den Holzauflieger. Ah, nee. Reparaturset muss auch noch weg. Ich den Holzauflieger drauf machen. Und auf den passt bei diesem Truck hier ja mittellanges Holz. So, ich bin gerade bei dem Typen in den Garten reingefahren, hab diesen ganzen Kürbis gerade zusammengequetscht, aber ich brauch ein bisschen mehr Ja, aber mein Wendekreis war ein bisschen größer halt. Da musst du besser fahren. Ach Mist, ich wollte mir ja auf der Karte markieren, wo ich lang fahre. Da war ja was. Oh, das ist keine gute Lage, du. Komm da mal wieder raus, du. Ja, besser so. Er wollte sich gerade eingraben, hier im Straßengraben. Graben im Straßengraben. Oh, guck mal, was für eine niedliche Pfütze, ey. Was eine niedliche Pfütze. Oh, mein halbes Rad ist bedeckt. Unter Wasser, meine ich. Wie wir jetzt so Pfützen einfach so komplett so unterbewerten, nachdem wir von der gesamten überflutete Map hatten. Wasser. Fühlen wir uns so ein bisschen, als wären wir so Wasserprofis. So, Pfütze, die kann jetzt gar nichts. Das ist ja nicht mal richtiges Wasser. Das ist nur Schmutzwasser. Ja, so ein kleines bisschen Schmutzwasser, wo man einfach durchplatschen kann. Na, guck mal, hier ist ein Truck.
Ein C6300, was sieht C7? Ja, mit Kran und Holz auf der Liga. Oh. Haben wir auch beide bekommen. Wow. Krasses Teil, ey. Muss ich gerade schon wieder im Vorgarten wenden. Oh, das war ein Baum. Ich dachte, ich passe an dem vorbei. Ich war in der Ego-Perspektive und habe den Baum doch noch mitgenommen. Nur 200 irgendwas Schaden. Nur 200? Entspannt. Ja, aber ich habe keinen Totalschaden. Sei froh darüber. Ich bin froh, was ich freue mich. Ja, sonst, Bäume und ich würde eigentlich immer Totalschaden. Aber hey, immerhin kann ich stolz sein auf mich. Es gab keinen Weg hierher zu dem Punkt, sondern ich musste so fahren. War alternativlos. Aber ich meine, dann hat es sich ja immerhin gelohnt, durch die ganzen Bäume zu fahren. Ja. Das erklärt auch, warum die alle umfahrbar waren. Ich bin jetzt auch mal querfeldein unterwegs. Oh. Wobei, ach nee, da ist eine Route. Mist. Straße. Aber durch das Flüsschen durch. Ach, da ist die. Ah, okay. Stahlarm, ja. Bitte mal korrigieren. Der Truck ist so dezent ramponiert vorne bei mir. Naja, gut, also ich meine, ganz schadenlos bist du ja auch nicht weggekommen von dem Baum. Ich habe 255 Schaden. Ich habe. Hat gerade noch jemand diese roten Augen im Wald gesehen? Rote Augen im Wald? Ich dachte, wir spielen ja einfach nur ein Holztransportspiel und kein Horror-Game. Es könnte aber ein Horror-Game sein, so in der Nacht. Ja, aber für Horror Games bin ich echt nicht die richtige Person, du. Alter, wo fahre ich eigentlich gerade hin? Verwirrung im Wald. Ich bin bei der Holzstation. Ah, ich muss darüber eigentlich. Das Ding ist, wenn sich hier irgendeine große Bestie anschleichen würde, die würde ich auch nicht hören, einfach weil ich die ganze Zeit rumknacke. Ja. Ach Leute, hier ist ein Map. Nur für das Motor, so laut wie du bist halt. Ich hab die Map-Grenze gefunden. Ich nie so schön gemacht, dass er direkt daneben der Beobachtungspunkt ist. Ich muss sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr chillige, entspannte Map. Ja. Für mal zwischendurch. Ist ein bisschen hügelig, aber ansonsten. Also ich finde die voll chillig. Ich habe bisher noch gar kein einziges Problem mit dieser Map. Du bist nur gegen Baum gefahren. Ja, das schaffe ich aber auch überall. Selbst auf der Straße. Steht weit und breit ein Baum in der Landschaft. Was macht Pascal? Ja, fährt dagegen und entzündet auf einer asphaltierten Straße, ne? Das habe ich auch schon geschafft. Aber hier war es ja, ich bin ja durch den Wald gefahren in der Ego-Perspektive und ich dachte, ich würde am Baum vorbeifahren, war aber noch nicht weit genug vorbei. Hast du schon Holz geholt? So. Ich habe schon Holz geholt. Ah ja. Ich bin auf dem Rückweg. Na, ich fahre jetzt gerade zum Beobachtungspunkt. Hat sich da eigentlich irgendwer gedacht, komm, lass mal Geld machen mit Blockschellen? Ja. Hat er einfach so eine Blockstelle aufgestellt, oder wie lief das ab? Ja, er macht ja kein Geld. Dort können alle Autos einfach nur gratis durchfahren. Nur die nur Trucks mit Holz dürfen ja nicht durchfahren, weil nö, wollen nicht, dass die Holztrucks zu der zu den Sägewerken, die dringend Holz brauchen, die sich direkt hinter meiner Blockstelle befinden, dass da Holztrucks hinfahren. Nö, die sollen schon so eine 3 Kilometer Umleitung quer durch irgendwelche watschige Waldwege quer durch den Wald nehmen. Anstelle von direkt einmal quer durch die da die Straße lang zu fahren und das Sägewerk abzubiegen. So, hätten wir den letzten Punkt auch. Guck mal, ich kann gerade gleich hier in die andere Richtung fahren. So, und fahren wir da lang. Dorthin. Wolltest du nicht irgendwie noch an den Punkten in der Mitte vorbeifahren? Ja, ja, an den komme ich dann noch vorbei. Du siehst ja, hier ist die Blockstelle. Und dann muss ich dann abbiegen, so dass ja dieser Weg vor der Blockstelle links nach ach so, links ja, Richtung nee, durch den Wald willst du ja nicht, ne? Hm. Und den nehme ich halt eben. Ja. Ja, dass du hier irgendwie außen rumfährst. Halt den Umleitungsweg und ich habe das Gefühl, er wird an der Blockstelle vorbeiführen.
Und wenn nicht, dann fahre ich in dem zur Blockstelle. Können wir bitte das Gewicht von dem Holz einfach weglassen? Jetzt wird's einfach machen. So besser. Ja, aber unrealistischer. Ja, stimmt. Ich meine, es gibt ja noch die Option, auf Simulation umzuschalten. Das ist ja jetzt ein Gelegenheitsspiel. Ja. Also wir spielen schon ein bisschen Plindodes. Da ist dann, glaube ich... Oh nein, ich habe 5 Schaden erlitten. Oh, 18 Schaden. Da lagen ein paar Steine im Fluss. Lol, ich dachte gerade, ich hätte 640 Schaden. Bis ich aufgefallen ist, dass die Zahl ganz drunter geht und dass da meine Kraftstoffanzeige ist. Und ich meine Schadensanzeige. Nee, Schaden sind auch 255. Das hat sich nicht geändert. Ich habe jetzt 23. Kritisch. Da lag so ein Stein im Fluss. Ja. Der hat. War nicht gut. Ja. Macht mich nicht. Gut, ich glaube, wir sind dann auch erstmal mit dieser entspannten Folge heute fertig. Ja, kann man schon machen. Ich hoffe, diejenigen, die das Ganze versucht haben, als Einschlafvideo zu nutzen, sind auch eingeschlafen. Ja, die hören dich jetzt. Und alle anderen fanden es unterhaltsam. Und ich glaube, mit dem Gebrummel von den Schwachs, wobei das kann, ich weiß nicht. Kommt drauf. Kann man schon noch entspannt wirken. Ich glaube, da gibt es Sounds, die auf jeden anders wirken. Jo. Aber gut, danke fürs Zusehen und bis mal. Tschüss. Tschüss.